Ja, nicht jeder hat ja zu Hause so viel Platz, sich einen großen oder mittelgroßen Gartenteich anzulegen. Aber Wasser im Garten zu haben, ist schon schön. Dieter, mach mal Wasser an. Das kann ganz einfach sein. Man nehme eine Tonschale oder ein ähnliches Gefäß, setze eine Wasserpflanze hinein und schon ist der Miniteich fertig. Das wäre jetzt sehr einfach, oder? Ja, sehr, sehr anspruchslos. Anspruchslos. Aber trotzdem, es kann ja schön aussehen, gerade wenn du so eine Schale auf dem Tisch hast. Ist nicht nur für unsere Augen schön, sondern tatsächlich natürlich jetzt im Sommer auch für die Vögel ganz toll. Und tatsächlich, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen würden, würden wir auch schon die ersten Insekten sehen, die sich gerne Wasser da wegholen. Auch die Bienen mögen das gerne. Dieter, also das Wasser muss immer noch laufen. Ah ja, okay. Ja. Also. Warte, langsam. Es kommt immer auf das Gefäß drauf an. Hier hatten wir die kleine Tonschale für den wirklich kleinen Balkon. Es geht aber auch ein bisschen größer, so wie dort drüben vorbereitet. Hat deine Frau vor einer Woche gebaut? Das hat meine Tochter gemacht. Deine Tochter hat das gebaut? Ja. Siehst du mal, die ist 10 und die hat schon irgendwie einen Hang zum Wasser. Ja, das, so, damit zeigen wir heute mal wieder, dass es kinderleicht ist, sich so einen kleinen Teich zu bauen, oder? Im wahrsten Wortsinne, genau. So soll es am Ende aussehen. Das mag jetzt einfach klingen, aber man muss schon auf so ein, zwei Dinge achten. Richtig? Richtig. Gut. Wir pflanzen nämlich den Teich in verschiedenen Ebenen. Mir ist das relativ neu, aber was dahinter steckt, kannst du uns sagen. Ja, das ist letztendlich das gleiche Prinzip, was wir auch bei so einem Teich, den wir hier gerade hatten, beachten müssen. Es gibt Pflanzen, die mögen gerne die ganz tiefen Regionen im Teich. Und es gibt eben Pflanzen, die stehen gerne vielleicht nur im Sumpf, also haben gerade mal so ein bisschen feuchte Füße. Und wenn wir uns unsere Zinkwanne vom Flohmarkt hier angucken, dann können wir schon sehen, bei ca. 40 cm Wassertiefe, da musst du dann schon entsprechend die Pflanzen für die richtigen Tiefen aussuchen. Das macht das Ganze natürlich interessanter. Wir schütten auch noch ein bisschen Steine unten rein. Brauchst du noch mehr? Vielleicht später. Okay. So, das mache ich jetzt nur, weil da setzt sich natürlich jetzt so langsam der ganze Schmutz unten ab. Da ist aber ein bisschen Schmodder drin gewesen in deinem Kies. Ja, wenn du ein bisschen wartest, dann siehst du davon tatsächlich fast nichts mehr. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so klar nachher, dass wir auch durchaus den Grund sehen können des Beckens. Und dafür finde ich es immer ganz schön, wir haben da noch ein paar Steine liegen. So, jetzt haben wir für das ganz Tiefe auch die Möglichkeit, sogar mal eine Seerose zu nehmen. Ja. Ja, es gibt durchaus heimische Seekanne zum Beispiel oder hier eben eine Zwergseerose, die so mit 40 cm Wassertiefe klarkommt. Die setzt du nach ganz unten. Die setzen wir nach ganz unten. Ach, guck mal, wie schick es schon aussieht. So. Kleiner Tipp von mir, es ist sinnvoll, am Anfang nicht ganz so viel Wasser drin zu haben, dass die Blätter noch oben schwimmen. Wenn die gleich unter Wasser ist, hat sie ein bisschen schwerer zurechtzukommen. Man wartet vielleicht ein, zwei Wochen, bis die Blätter dann so weit nach oben gewachsen sind. So, das heißt, wir stoppen jetzt mit dem Wasser, oder was? Ich würde sagen, Dieter kann mal Stopp machen. Ja, Dieter würde jetzt reichen. So, du kannst die nächste Ebene setzen. Jetzt machen wir die nächste Ebene und dafür, das wäre dann jetzt so die Tiefenzone, ungefähr 20 cm, haben wir da jetzt zum Beispiel sehr schön gerade in Blüte, die Wasserminze. Also, es gibt tatsächlich eine Minze, die im Wasser wächst. Die hat sogar einen großen Vorteil, hast du gesagt. Ja, theoretisch kann man auch Tee von machen. Und es gibt ja Leute, die vertragen kein Menthol. Und tatsächlich hat die Wasserminze die ganzen ätherischen Öle, die sonst unsere Minzen im Garten auch haben, nur dass die eben kein Menthol enthält. Also magenempfindliche Menschen können sich davon wunderbar einen Tee machen. So, jetzt müssen wir die ein bisschen in Szene setzen, bis man die noch sieht. Und damit man auf eine andere Ebene sehr kommt, große Pflanzen, kann man sich natürlich eine Ebene bauen. Für den nächsten Kandidaten brauchen wir das. Du legst da einfach ein paar schöne Steine rein. So, und der nächste Kandidat ist... Und das wäre der Blutweiderich, wobei die waren ja alle schon in einem schönen großen Topf untergebracht. Den können wir so natürlich für einen längeren Zeitraum in diesem kleinen Topf uns nicht in den Becken denken, dann hat er ein Problem, das schafft er nicht. Okay. Wir müssen ihn also aus dem Topf nehmen. So, und die Weide, die sich hier schon etabliert hat, am besten auch gleich mit. Weil das dafür brauchst du Kies, ne? Und dann brauchen wir Kies. So, habe ich. Ja, das ist großzügig. Warte mal, wo machen wir das? Ein bisschen hier unten rein. Ja. Direkt in mein... Ich halte mal die Hände auf. Halt! Oh. Okay, kriegst du noch was zurück. So, warte mal eben. So, ein bisschen was unter die Füße. Ach, so wenig. Das hätte ich auch mit der Hand holen können. Ja, das sind nur für unten drunter. So, und den Rest jetzt noch mal oben drauf. Ach so. Ich will doch die Hälfte füllen jetzt an, das macht nichts. Aber ist egal. Ich kann ja mal.
Ich müsste nachher eh eine Runde aufräumen, wenn wir hier fertig sind, so wie du hier unterwegs warst heute. Okay. So, warum nehme ich keine Teicherde, sondern nehme ich Kies? Ganz einfach deswegen, weil Teicherde in der Regel, selbst wenn es eine gute Teicherde ist, immer noch doch einiges an Nährstoffen enthält. So, jetzt könnte Dieter noch mal ein bisschen auffüllen. Ach, Dieter, wir brauchen wieder Wasser. Moment. Und da reicht der Kies als Substrat völlig. Die Nährstoffe, die unsere Pflanzen hier brauchen, voll auf die Hose. Die ziehen die, ja, ein bisschen vorsichtiger könntest du schon sagen. Ja. Das war Dieter, ja. Das war Dieter, genau. Ja. Dieter, das unbekannte Wesen, das man nicht sieht. Das reicht. Das reicht schon wieder, Dieter. So, ich bin ja auch noch nasse Füße. Okay, lass uns noch drei Dinge festhalten. Also, es kommt auf das richtige Gefäß an, beziehungsweise auf die Größe. So eine Tonschale macht sich gut, aber auch eine Zinkwanne. Wir pflanzen in verschiedenen Ebenen. Ja. Und das Wasser muss natürlich sauerstoffreich sein. Deswegen am besten eine Pumpe hineinpflanzen. Genau. Es kommt aber auch noch auf das Wasser drauf an. Es kommt auch noch auf das Wasser drauf an, weil tatsächlich ist ein neutraler pH-Wert. Neutral heißt so ungefähr 7. Man kann das messen. Es gibt Teststreifen in der Apotheke oder Flüssigindikatoren. Circa 7 ist also neutral. Und die meisten Wasserpflanzen mögen es gerne eher etwas saurer. Also maximal 7, wenn wir Richtung 8 und höher kommen, wird es eng. Da können wir unser Leitungswasser, das hier ist Brunnenwasser, ja, ne? Das ist so meistens vom pH-Wert verträglich. Dieters privates Brunnenwasser. Dieters privates Brunnenwasser. So. So, und das Leitungswasser ist normalerweise oft sehr hart und das können wir dann mit Regenwasser einfach vermischen. Ja. Okay, perfekt. Und dann haben die es richtig gut. Die Regeln merken wir uns und können sagen, viel Spaß mit dem Mini-Teich für Garten oder Balkon. Den fand ich ein bisschen zu langweilig. Manchmal ist weniger mehr. Ja, gut. Ja.